Hallo. Jetzt im Alter zwischen einem halben Jahr ungefähr und 9 Monaten kann man so richtig loslegen, mit dem Baby so tolle Sachen zu spielen. Weiterhin kann man die ganzen Sachen auch machen, die du im Video anschauen kannst, vom Alter zwischen 3 und 6 Monate. Die machen auch alle noch Spaß. Und in dem Video habe ich auch noch was vergessen, nämlich, dass man total toll Sport machen kann mit seinem Baby. Also nicht direkt eigentlich mit dem Baby, sondern eher sozusagen daneben oder also stehend oder liegend, weil das Baby das total witzig findet, diese körperlichen Bewegungen zu sehen. Und man kann es natürlich auch mit einbeziehen, da wo es geht. Ich selber würde das jetzt nicht so als steril, einfach als Hantel benutzen, aber halt da, wo man es wirklich im Kontakt schön machen kann, kann man das Baby natürlich auch als Gewicht benutzen. Dann ist es natürlich weiterhin am pädagogischsten wertvoll, wenn das Baby sich ganz viel selber beschäftigt und sozusagen ja ganz in Ruhe und selbst versunken die Welt entdecken darf und dafür eben das Umfeld da ist. Wenn es kalt wird, ist es natürlich wichtig, dass man auf dem Boden, dass man dem Kind genug anzieht. An sich ist es toll, wenn es wirklich direkt auf dem Boden sein darf, weil ich weiß nicht, manche Kinder fangen ja jetzt schon an zu laufen. Und spätestens dann ist es so, das Kind wird halt irgendwann hinfallen. Und je mehr das weiß, ah, der Boden ist so hart, der ist so hart und wirklich die verschiedenen Unterlagen kennt, desto sicherer ist es natürlich. Das heißt, wenn sich ein Baby noch nicht so wild bewegt und es gleich auf den harten Boden darf, kann es viel besser rausfinden, ohne sich zu verletzen, wie man mit diesem Boden umgehen kann. Und was natürlich auch hilft, ist eine Mütze aufzusetzen, vor allem auch wenn das Baby schon laufen kann und nach hinten sich fallen lässt zum Beispiel. Da gibt es auch ein Video dazu mit der Abenteuermütze und Abenteuerjacke, die sich halt vor allem auch voll im Winter anbieten. Wenn man mit dem Baby zusammen spielt, soll das, finde ich, wirklich Freude machen, also beiden. Und ich finde, man kann da so richtig wieder wie so ein Kind werden, was er auch voll Spaß macht, falls du es noch nicht probiert hast. Empfehle ich das voll, auch diese Quietschtöne vom Baby mal zu machen, dieses Fiepen. Und es ist so, ich finde, da merkt man so richtig, was da so für eine Wonne und Lebensfreude drin steckt. Und ich finde, so darf auch das gemeinsame Spielen sein, dass man da wieder so ein bisschen Kind wird und so ein bisschen mitmacht. Bevor wir jetzt zu 10 Tipps kommen, was du mit deinem Kind spielen kannst, noch mal ein paar Sachen zu Spielsachen in dem Alter. Also ich finde, man braucht nicht mehr als was ungefähr in einen Schuhkarton passt an Babyspielzeug, weil die Spielsachen werden ja eh schnell vertraut und dann braucht es was Neues. Und da kann man ja weiter in der Küche suchen. Zum Beispiel ein Nudelsieb. Und wer das noch nicht hat, diese Schalen. Also ich finde, die muss man einfach kaufen. Toll, es sind nämlich auch echt große Gegenstände oder mal ein Holzbrett, weil eben wenn das Baby noch nicht so viel Kraft hat und sich das noch nicht so doll irgendwo dagegen hauen kann, dann ist es, finde ich, ein viel sichererer Zeitpunkt, das zu lernen, wie kann man mit so einem Gegenstand umgehen. Und meine Tochter, die schafft es wirklich, sich die schwersten Gegenstände nicht gegen den Kopf zu hauen, auch wenn sie die halt dann so rumbewegt. Und das ist wirklich faszinierend. Also sie hat sich selber die letzten Monate, glaube ich, nichts gegen den Kopf gehauen. Also wenn, hat sie sich den Kopf irgendwo dagegen, aber nicht so. Also unglaublich. Also wichtig ist natürlich, dass man sein Kind beobachtet und guckt, was man dem zutrauen kann. Wichtig ist ja nicht unterfordern, aber natürlich auch nicht überfordern. Und Babys können Zusammenhänge so noch nicht abschätzen. Also zum Beispiel gibt es ja auch Türen, mit denen man total toll spielen kann, wo man sich aber auch total übel einquetschen kann. Und das finde ich wichtig, dass man halt so, das fühlst du ja auch, also dass es nach deinem Gefühl geht, mal, dass man so einen Zwischenweg findet. Nicht, dass das Baby gar nicht damit spielen darf, aber dass man halt auch dabei ist und verhindert, dass es sich einklemmt, weil ein Baby lernt nicht unbedingt danach, ah, das hat jetzt wehgetan, weil ich das gemacht habe. Bei manchen Sachen durchaus, natürlich. Aber zum Beispiel waren wir Zug gefahren. Meine Tochter saß bei der Oma auf dem Schoß, hat mit so einem Tisch gespielt, hat sich eingeklemmt. Dann habe ich sie genommen, halt getröstet und wollte sie wieder der Oma geben. Und dann hat sie geweint, weil sie halt dachte, bei der Oma tut's weh. Also, wenn man sich das klar macht, solche Verknüpfungen kann es dann halt auch geben und das will man ja nicht. So, jetzt kommen noch 10 Sachen, was man mit dem Baby machen kann. Einmal kann man selber Stellen bauen in der Wohnung, in denen es spielen kann. Dann kann man das Kind auch mit Sachen spielen lassen, die sehr babyuntypisch sind. Also zum Beispiel, bei uns kommt es überall an die Bücher dran und darf die so durchblättern und anschauen. Und es sieht sehr süß aus, wenn es auf dem Boden liegt und liest.
Dann, zweitens, kann man ein Podest aufbauen, also zum Beispiel eine kleine Matratze, dass es einfach einen Höhenunterschied gibt, da spannende Sachen drauflegen, damit das Baby auch da überhaupt hoch will. Und so kann es eben spielerisch Höhenunterschiede kennenlernen, was dann auch den Babyalltag viel sicherer macht. Dann kann man auch so, zum Beispiel mache ich das gerne mal morgens, Sachen im Raum schon aufbauen, also dass man was hinlegt, dass es einladend ist, damit zu spielen. Also sowas geht natürlich nur, wenn es sicher ist für das Baby. Und aber schön sind halt auch, wenn man irgendwelche Türmchen schon baut oder irgendwas halt, dass es wirklich einladend ist zum Spielen. Und wenn man dem Baby einen Gefallen tun will, ist es echt wichtig, eben gerade nicht zu helfen, also wenn es irgendwas hinkriegen will, sondern diese Impulse zu unterdrücken und das Baby wirklich alleine machen zu lassen, auch wenn es anfängt zu krabbeln, dass man es nicht unterstützt und hebt, weil wenn man sich da reinfühlt, finde ich, ist einem das total klar, wie fühlt sich das denn an? Ich will was machen, dann hebt es mich kurz hoch, ups, dann lässt es wieder los und so. Also das bringt ja eigentlich das Kind nur durcheinander, was Neues zu lernen. Also lieber mitfreuen bei allem, was es geschafft hat, aber nicht mithelfen. Dann viertens, hilft es total, Räume zu wechseln. Ich mache das echt so, dass ich dann schon überlege, wenn ich merke, jetzt wird sie irgendwie quengelig oder so, dass ich dann schon vorher im Kopf habe, ah, dann gehen wir zum Beispiel Wäsche aufhängen. Dann kann man auch wirklich für das Baby sowas einplanen wie Besuch bekommen mittlerweile, weil das ja auch was ist, wo da gibt es was zum Beobachten und Staunen und Sehen. Freunde treffen, sehr eh gut für dich, oder? Oder auch, dass die Oma regelmäßig kommt und so Sachen. Also das ist ja auch mal toll für die Mami, wenn es dann da nach und nach auch wirklich so ein Freiraum entsteht durch jemand, der zum Beispiel regelmäßig kommt. Zusammen schöne Pausen machen, finde ich toll im Manduka, also in irgendeiner Tragehilfe, dass man auch schon vorher für sich selber weiß. Ich gehe dann oft in den Garten und ernte was zum Beispiel. Dann siebtens, haben Babys Freude an Vokalen, habe ich gelesen. Also, dass man A, E, I, O, U, dass man laut spricht und deutlich. Dann kann man achtens, total toll, Geräusche machen und das machst du wahrscheinlich schon, aber man kann es ja immer wieder sich selber daran erinnern, es ist so toll zu prusten, mit dem Kopf zu wackeln, zu schnalzen. Also, da kann man das alles, was einem einfällt und das Baby ist happy. Dann Dinge hochwerfen, zum Beispiel eine Mütze. Also das ist unglaublich, wie ein Baby da lachen kann. Also hochwerfen. Ich mache es dann gerne so, weil ich finde es immer schön, wenn das Baby wirklich was selber machen darf. Dass sie hebt es auf, gibt es mir, ich werfe es wieder hoch. Oder wenn sie auf meinem Arm ist, dann werfe ich einmal hoch. Sie bekommt es, darf es einmal runterwerfen. Ich heb's mit dem Fuß auf, werfe es einmal hoch und so weiter. Also das mit einbeziehen ist sehr schön und da auch immer auf das Tempo achten. Das Baby ist langsamer, dass man wirklich auch zum Beispiel auf diesen Blick achte, oh, mach's nochmal oder so, oder auf das Lachen, das einen einlädt, hey, mach was. Also, genau. Dann alles mit Verstecken hinter irgendwas ist schon völlig, völlig witzig für das Baby oder auch irgendwas unter was verstecken. Also, so Guckuckspiele sind unglaublich schön, hinter einer Wand auch so. Dann kann man auch total toll so halt einfach selber Quatsch machen. Also was einem halt einfällt. Und damit meine ich nicht, dass man Quatsch zum Baby sagt, sondern wirklich, dass man Quatsch mit sich selber macht. Weil ich finde, das verleitet auch voll, dass man irgendwie so blöde Sachen sagt zum Baby wie, ach, willst du jetzt da bleiben oder soll ich dich mitnehmen und so. Also ich glaube, dass das gut ist, man gewöhnt sich das gar nicht erst an, weil erstens kriegt das Baby das natürlich so mit und irgendwann versteht es das dann halt später auch. Und dann hat man schon so blöde Gewohnheiten. Dann noch was hier aus diesem Buch. Und zwar finde ich das sehr schön. Da wird über das Fördern was geschrieben. Nämlich, dass man ja merkt, dass das Kind so in sich selber im Prinzip halt merkt, was jetzt. Also das hat wie so ein inneres Programm oder einen inneren Bauplan, den es folgt. Also du musst da gar nicht viel machen. Und es ist echt schön beschrieben. Also Fördermaßnahmen braucht das Baby nicht. Egal, wer dir was verkaufen möchte, CDs oder irgendwas. Und es geht wirklich um, dass es Spaß macht, mit dem Kind zu spielen, um eine tiefe Verbindung und kein Fördereifer. Also das Kind braucht keine
grell bunten Spielzeug, keine speziellen Musik-CDs und sowas. Und es braucht überhaupt keine elektrischen Geräte, weil es geht wirklich immer um Selbstwirksamkeit, also dass das Baby selber was bewirkt. Und es geht auch um Nachvollziehbarkeit, also das Baby das versteht. Und wenn ich einen Knopf drücke und da kommt ein blaues Licht, dann kann mir keiner erzählen, die meisten Erwachsenen können das auch nicht sagen, warum da jetzt das blaue Licht kommt, wie eine Batterie funktioniert und so weiter. Also diese ganzen Sachen brauchen erst viel später kommen. Und ich wünsche dir mega viel Spaß mit dem Spielen mit deinem Kind. Dann finde ich, lohnt sich's hoffentlich noch das Video anzuschauen, wo es um Spielen mit dem Baby von 3 bis 6 Monaten geht. Und was du dir auch anschauen kannst von mir, ist ein Video über Babyspielsachen. Eine gute Zeit dir!